Sagt mir, wo ich Javier finde, sonst gesellt ihr euch dazu. Das Hauptquartier ist unter der Stadt. Ihr kommt durch die Mauer des dritten Hauses in dieser Zeile hinein, steckt das Zeichen in den Schlitz, dann öffnet sie sich. Lasst ihr mich jetzt gehen? Tja, wenn ich da bin, solltet ihr aber nicht da sein, sonst geht's euch auch an den Kragen. Wirklich? Oh, danke. Ihr seid ein gutes Wesen. Sagt man das so? Mögen die Ahnen euch eure Gunst gewähren. Seid gesegnet. Schleimer. Oh Mann. So. Oh, falscher. The wrong one. Starker Lyriumsäulen. Jetzt habe ich natürlich wieder Wundumschläge verballert, was natürlich wieder mal richtig geil ist. Nicht. Und wir kümmern uns jetzt mal um Javier. So, weiter. Die Fingerknochen in den Schlitz legen. Die Tür ist entriegelt. Weiter geht's. Sehr schön. So, und nun beginnt der Anfang vom Ende von Javias Tyrannei. Einmal drin. Und Tod kommt vorbei. Was habe ich da gerade für eine Scheiße gelabert? Na egal. Okay. Tür, öffne dich. Oh. Nein, wieder so viele. Wie lautet die Parole? Javier lutscht Echseneier. Wir haben einen Märtyrer, Jungs. Au. Schreit mir doch nicht so ins Ohr, verdammte Scheiße. Oh oh. So. Der da hinten wird kaputtgeschlagen. Und einer schlägt scheinbar auf den Falschen ein. Ist natürlich voll genial. Aber ich fand's nicht so drauf. Da waren die Fanatiker eben schon. Oh oh. So. Ist er wieder ordentlich hochgehielt. Ich nehme ihn einfach mal zum Vater. Oh. Da hat aber wer Angst. Bam. Und mal eben fix durchlöchert. Chakalaka. So. Schwupp. Ich speichere mal. Warte mal, ich könnte ja mal ganz kurz gucken bei Optionen, wo schnell speichern ist. Schnellslot. Wo ist es denn jetzt? Weltkarte, Taktik, Pause, schnell speichern. F5, okay. So, hier geht mal fix.
Das riecht schon förmlich nach einer Falle. Los geht's. Riecht doch schon sowas von nach einer Falle. Nee, komm, weißt du. Ich lock den lieber nach hier. Das ist mir zu blöd. Verstanden. Ja. Kann die Fallen entdecken? Das ist 100 pro eine Falle. Das sehe ich sowas von heraus. Da gehe ich lieber erstmal dahin. Wie ihr meint. Ich wusste es. Ja. Die haben den Finale. Lol. Übertreiber, ey. Bam. Und jetzt der letzte im Bunde. So. Zwergische Rüstung, Viridium. Na gut, bei mir könnte das jetzt nicht mehr wirklich viel was bringen. Zack. Falle. Ach, warte mal, hier hatte doch einer. Das ist der Alistair. Deshalb hat er auch so viel Schaden gefressen. So, ich war drauf. Hier ist Sund und... Ich könnte das machen. No comment. Eine Frage. Was bedeutet es für euch, ein grauer Wächter zu sein? Ach man. Ach nö. Dass ich auserwählt wurde, um etwas Bedeutendes zu vollbringen. Natürlich. Aber zu einem grauen Wächter gehört doch mehr als dunkle Wut zu töten und die Welt vor der Verderbnis zu retten. Letztlich geht es bei einem grauen Wächter doch darum, anderen zu dienen. Allen zu dienen, ob nun Elfen, Zwergen oder Menschen. Wenn ich beschütze, diene ich also. Als grauer Wächter seid ihr für alle Wesen verantwortlich. Weil der Umstand, dass sie weiterleben, wichtiger ist als eure eigene Existenz. Und daher seid ihr es, die dient, nicht sie. Ich werde es mir merken. Ein guter König, ein wahrer König, dem etwas an seinem Land liegt, herrscht streng, aber gerecht. Er dient in erster Linie seinem Volk. Ein König, der das nicht tut, weil er glaubt, seine Macht stünde ihm zu, und der sie für eigene Interessen missbraucht, ist ein Tyrann. Viele Könige sind Tyrannen. Und ihre Länder leiden darunter. Wer losgelöst von anderen lebt und handelt, kann natürlich tun, was er will. Aber mit Macht, Einfluss und Stärke wird jede eurer Handlungen ein Wassertropfen, der auf einen ruhigen, stillen Teich fällt. Der Tropfen löst Wellen aus, die sich ausbreiten. Wie weit werden sie kommen? Wie groß werden sie dabei? Wie beeinflussen sie den Teich? Aber genug geschulmeistert für heute. Ich sollte aufhören, solange ihr mir noch zuhört. Tja. Echt mal. Wundumschläge. Streit haben wir den dunklen Brut. Ah ne, meine macht ja immer noch mehr Schaden, mein Schwert. Lederrüstung eines Staubfressers.
Fähigkeit erhalten. 5. So. Ich weiß, dass das hier eine Falle ist. Man sah ja schon, dass das eine Falle ist. Alter, wie viel Schaden ist das denn jetzt? Das nächste Mal für Dragon Age 2 mache ich mir einen Heiler, ganz ehrlich.